Hallo und recht herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe der Ländle-TV-Wochen-Highlights. Die besten Szenen der vergangenen Tage noch einmal kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Unter anderem waren wir in den vergangenen Tagen in Reutte in Tirol unterwegs. Dabei stand die Drone Racing Champions League auf dem Programm. Die besten Bilder dazu sehen Sie jetzt. Strahlten Sonnenschein bescherte der Wettergott den Veranstaltern rund um die WWP aus Dornbirn und den Teilnehmern pünktlich zum Renntag der ersten Drone Champions League in Reutte. Verfolgungsjagden, fesselnde Darbietungen und das Ganze bei atemberaubenden Highspeeds der Drohnen von bis zu 140 km/h in einem einzigartigen Ambiente. So die Kurzbeschreibung dieser neu konzipierten Veranstaltung. Anspannung und Adrenalin wurde nicht nur bei den Teilnehmern versprüht, auch die Besucher erwartet eine packende und bis zum Schluss hochspannende Live-Action. Spätestens im Finale konnte das internationale 40-köpfige Teilnehmerfeld die zahlreichen Zuseher vor Ort, die den Aufstieg zum Schlosskopf über Reutte auf sich nahmen, von der neuen Sportart überzeugen. Im Endlauf konnte sich dann der erst 16-jährige Luke Bannister aus Großbritannien durchsetzen. Der Brite siegte vor Jan Mitner aus Tschechien und Mark Henninger aus der Schweiz. Die Mr. Vorarlberg-Kandidaten sind derzeit voll in den Vorbereitungen auf die bevorstehende Mr.-Wahl am 9. September. Den ersten öffentlichen Auftritt haben die Jungs bereits hinter sich, und zwar bei der Drunter- und Drüber-Modenschau auf dem Marktplatz in Dornbirn. Auch hier gibt's die besten Bilder für Sie kurz und knapp zusammengefasst. Bereits zum 13. Mal wurde die Open Air Modenacht drunter und drüber von der Teamagentur am Marktplatz in Dornbirn veranstaltet. Top Aktuelles aus der internationalen Modewelt und das Ambiente des Dornbirner Marktplatzes garantierte auch heuer ein einmaliges Modeerlebnis. Mit DJ Hurricane und Friends wurde der Countdown für die Open Air Modenacht eingeläutet. Philipp Pertl führte gekonnt durch den Abend und präsentierte das Programm. Nicht mehr lange bis zur Mr.-Wahl und es geht Schlag auf Schlag weiter. Das erste Laufen in der Öffentlichkeit stand an und die Kandidaten konnten sich zum ersten Mal vor Publikum zeigen. Ja, es ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung, diese Modenacht auf die Bühne zu stellen, aber es ist, wie das Publikum war, sensationell, und die Jungs und Mädels hinter der Bühne sind dann auch wieder sehr, sehr professionell, war eine tolle Modeschau. Ja, es sind die Leute, es ist das Flair hier am Marktplatz mit der Kirche im Hintergrund als Kulisse. Es macht einen schon Spaß, das Ganze zu organisieren und dann dementsprechend zu produzieren und inszenieren. Mit lässigen Dance-Moves, beeindruckenden Modeschaus und super Stimmung ging das größte Open-Air-Mode-Event im Bodenseeraum unter der Regie der Teamagentur vor hunderten Besuchern über die Bühne. Ambros Fine Clothing, Fasona, Gößl Dornbirn, Gülti Weltfriseure, Intersport, Jack & Jones, KU, Luna Schmuck, Mango und Wolfwäsche waren die Partner dieser Show. Das Repertoire reichte von Unterwäsche bis hin zu Winterbekleidung. Die Mr.-Kandidaten machten bei ihrem ersten Lauf eine gute Figur und konnten sich an diesem Sommerabend mit dem Catwalk vertraut machen. Also zuerst war es nicht so, dann hat man gemerkt, die Menge füllt sich, ich war sehr aufgeregt, aber es ist gut gegangen, wir haben es sehr gut gemacht, finde ich, und wir freuen uns schon aufs Finale am 9.9. Es war ein bisschen aufgeregt, vor allem die Stimmung ist dann auch hergekommen und dann hast du einfach gemerkt, okay, du kommst runter und du fühlst dich einfach. Also wir haben ein sehr gutes Lauftraining von Dejan gekriegt, schöne Grüße von uns zwei aus, ich glaube auch vom ganzen Team. Er hat uns sehr viele Tipps gegeben, man hat auch einfach so viele Tipps geholt von Leuten, die sich schon auskennen, die da ein bisschen locker reingehen und alles. Also mir hat es sehr taugt bis jetzt und ich hoffe, es geht auch weiter so.
Ja, das ist immer was Schwieriges, wenn du als Nicht-Profi auf der Bühne stehst und das Ganze machst. Das ist schon eine Herausforderung für die Jungs, aber sie haben es super gemacht, sie haben es super hinbekommen und die Stimmung war auch dementsprechend sensationell. Am vergangenen Wochenende spielten die Damen des FFC Vorderlands im Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga Mitte-West gegen Wacker Innsbruck 1b. Auf dem Feld der Gäste war eine ganz besondere Sportlerin mit dabei, und zwar Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz. Sie sprach im Anschluss mit Helmut Welte. Daniela, ganz Österreich, die ganze Welt kennt dich. Und du hast auch alle Chancen bereits kennengelernt und lieben gelernt. Konntest großartige Erfolge feiern schon. Welchen Stellenwert hat der Fußball für dich? Ja, Fußball hat für mich immer einen sehr großen Stellenwert. Ich finde das für mich den passenden Ausgleich. Es ist totaler Unterschied, ob du jetzt einen Einzelsport machst oder einen Mannschaftssport. Ich sage, weil du gewinnst und du verlierst zusammen. Und auch wenn du jetzt alleine eine super Leistung bringst, dann macht das nichts aus. Aber wenn du einmal halt nicht mannschaftsdienlich spielst, macht es viel aus. Und deswegen ist Fußball, kann man gar nicht vergleichen. Es ist einfach ganz was anderes und deswegen liebe ich den Kontrast so sehr. Und logisch ist Skispringen Priorität. Das ist immer schon mein Leben gewesen. Wird es auch immer sein. Das ist quasi mein Haupt. Da gibt es nichts, was dazwischen kommt. Und wenn ich Zeit habe, spiele ich halt Fußball. Wechseln wir zum Sprungsport. Du bist vermutlich mitten in den Vorbereitungen auf die Saison. Wie läuft's? Wie sind deine Ziele? Ja, jetzt eigentlich wieder gut. Also ich war jetzt lang verletzt. Ich habe eine Operation gehabt vor 2 Monaten und kann jetzt wieder Fußball spielen. Und springen darf ich wieder starten in 2 Wochen, weil ich eine Knorpelfraktur gehabt habe am Knie. Jetzt habe ich da länger pausieren müssen. Ich habe aber viel Krafttraining gemacht, einiges im Training umgestellt. Und einfach viel mehr Strukturtraining gemacht und ich fühle mich eigentlich besser als wie vorher. Ich glaube, das hat viel Sinn gemacht, auch die Pause, und ich glaube, der Saison steht dennoch nichts im Weg. Aber ich bin jetzt schon gespannt auf die ersten Sprünge und vielleicht schaffe ich es ja noch bis zur österreichischen, dass ich da noch mithupfe. Mein Gott, und sonst habe ich immer noch einen Monat Zeit, das halt schon hin. Im österreichischen Nationalteam ist auch eine Fradlbergerin, die Eva Binkelnick. Was hältst du von der Eva und was traust du ihr zu? Ja, ich traue ihr recht viel zu. Wie gesagt, also die erste Saison, was sie gehabt hat, war sensationell. Letztes Jahr hat sie auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Da ist einfach, dass sie selber zu viel Druck gemacht. Ich glaube, wenn sie wieder mit ein bisschen mehr Lockerheit agiert, wie gesagt, ich war jetzt lange nicht dabei, ich weiß nicht, wie sie springen. Ich kann auch nur die Ergebnisse verfolgen. Oder das glauben, was mir der Trainer hin und wieder erzählt. Aber ich denke, sie hat einfach ein Riesenpotenzial, dass sie wirklich ganz, ganz vorne mitspringt und das auch konstant. Aber da, logisch, es ist die zweite, jetzt ist die dritte Weltcup-Saison. Sie hat noch nicht diese Erfahrung. Da kommt schon einiges dazu. Allein mit den Medien, wie man da und da umgeht. Es ist nicht so ohne das. Und deswegen Hut ab. Also sie hat das echt sehr anständig gemacht und sie macht ja ihr Leben lang schon Sport. Also sportlich ist sie sowieso gut drauf. Das war's schon wieder mit einer aktuellen Ausgabe der Ländetv, der Tag Woche. Highlights. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten und dabei sind. Bis dann! Habt ihr Ehre miteinander? Ich genieße mit meiner Schwester Sophia die schöne Natur am Christberg im Silbertal. Und wie das Wetter die nächste Zeit wird, das sage ich euch gleich. Der Sonntag bringt hochsommerlich warmes Wetter mit viel Sonne. Vormittags ist es noch wolkenlos oder gering bewölkt. Am Nachmittag dann aber etwas mehr Quellwolken als am Vortag. Am Sonntagabend sind auch einzelne Wärmegewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen bis zu 30 Grad. Auch am Montag bleibt es vorerst noch sonnig und warm. Erst am Nachmittag bilden sich vereinzelt Quellwolken. Gegen Abend kann es auch zu einzelnen Gewittern kommen. Und am Dienstag dann voraussichtlich Regenschauer bei Temperaturen von 20 bis 24 Grad.